Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist endlich soweit. Es ist eine neue Karriere bei Iserlohn und Bremerhaven. Also zumindest Bremerhaven ist jetzt vorbei. Iserlohn vielleicht. Ihr werdet sehen am Dienstag. Aber mit Bremerhaven kam ja bis auf Donnerstag immer eine Folge. Und viele haben sich gewünscht. Wir spielen mit Kaufbeuren die 52 Spiele. Möchte mit den Jokern in die Playoffs kommen, weit kommen, allgemein auch mal mein Trainerwesen voranbringen in dem Sinne. Die Folgen werden wie folgt aufgebaut. Ein Spiel, was ich komplett spiele, kommt Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Das bedeutet Dienstag, Donnerstag und Samstag kommt kein Video. Donnerstag würde so oder so keins kommen. Aber ich möchte das auch irgendwo genießen. Und weil so viele Videos immer kommen. Deswegen denke ich, dass Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag gut ist. Einfach immer einen Tag Pause. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu böse. Bevor wir auf die reingehen, schaut euch am Freitag dann auch oder Sonntag oder wann es losgeht, die Eisbären-Karriere an. Weil die haben in der Abstimmung gewonnen. Wann die kommt, das werdet ihr sehen. Schaut Freitag, Sonntag vielleicht oder erst nächste Woche. Aber schaut es euch auch an. Ich kann euch sagen, das ist auch extrem geil. Also allgemein, das jetzt mit der DL2 ist richtig cool, finde ich. Ich gehe jetzt hier rein in die Reihen. Ihr müsst mir noch gerne, wenn ihr auch Kaufbeuren-Fan seid oder allgemein euch da gut auskennt mit den Reihen. Ich weiß, Lagacé ist, glaube ich, verletzt, deswegen, das ist ja egal. Aber schreibt gerne rein, welche Reihen. Also schreibt gerne, erste Reihe, Luis ist mit Blomqvist, das weiß ich ungefähr. Und dann die zweite Reihe. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr das gerne machen. Aber ihr seht hier die ersten Reihen. Lewis, Lacazette, Blomqvist, Lemmers, Spurgeon. Die Namen, die lerne ich noch. Tut mir leid, Burkhardt, Heigl, da ja von den Münchnern ist. Laxunen, Hobbs, Gottschick, Kraus, Heigl. In der Verteidigung Jamal, Watson, Schütz, Ordendorz, Thiel, Kurzio und Weber und im Tor Daniel Fiesinger und Papoulis und unsere Reserven, das sind einige. Da haben wir Max Oswald, Nick Fusi. Ihr seht selber Fischer. Es sind sehr, sehr viele. Miki Sari, wenn ich den richtig ausspreche, ist ja nicht dabei. Aber das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Wir spielen im ersten Spiel gegen einen richtig starken Gegner und der Name ist Krefeld. Extrem, extrem starker Gegner in Krefeld. Erstes Heimspiel für Krefeld. Das wird einfach sehr schwer gegen die zu spielen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen, gegen Krefeld uns irgendwie durchzusetzen. Es wäre cool, einfach für den Start in die Saison. Aber wir werden sehen, was kommt und wie es funktioniert. Und Schütz. Blomqvist. Ja, ich gehe dann gleich auf jeden Fall auf die Karriere allgemein ein. Und Jamal Watson. Und ja, man muss hier sagen. Und Achtung, erstmal hat schon Matze Mutu. Man muss hier was sagen. Und zwar, ich glaube, Krefeld hat fast mit einer der stärksten und breitesten Kader, den es gibt. Und jetzt Schütz, der safe erstmal. Jamal Watson, der ein sehr, sehr starker Verteidiger ist. Schütz, ja, da ist Jamal Watson, Puckett neben das Tor. Ja, also natürlich, wenn ihr auch so wisst, welche Förderlizenzspieler sehr oft bei Kaufbeuren spielt, schreibt es auch da gerne rein, weil ich schaue schon mal Spiele von Kaufbeuren, da bin ich ehrlich, aber ich schaue nicht jedes
Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn ich jedes oder nur paar angucke, da sieht man halt den Unterschied, wer mit wem zusammenspielt. Natürlich, wenn einer verletzt ist, dann ist nochmal ein Unterschied. Aber natürlich will ich auch selber was probieren, aber ich würde das versuchen, in der Hinsicht nah an die Realität zu bringen. Ich kann ja nur meinen Kader so machen, wie ich es mir vorstelle am Ende. Mit dem Förderlizenzspielern ist das ja bei mir, dass ich möchte, dass da einfach, dass das so real wie möglich ist. Jetzt, ich sehe es bei Krefeld, da spielt Borzecki, der spielt eigentlich nie dort. Dann gibt's, ja, was noch, Bennett Wasmi war da, also da sind schon viele von der ersten Liga auch dabei, aber das ist gar kein Problem. Ja, am Ende ist es die CPU, die das hier macht, und es ist nur für mich selbst, möchte ich da so einen Lachs nennen. Hops, super gemacht, Hops auf Lachsunen, aber Felix Pick, der Ex-Bad Nauheimer, der hätte den Puck überrangt. Ja, was mein Ziel ist, ist eigentlich erstmal in die Playoffs zu kommen. Letztes Jahr wurde, glaube ich, vorhin Zweiter oder Dritter, war noch lange Erster. Ich bin da aber noch nicht zu 100% sicher. Das werde ich mich aber, da werde ich schauen, wie lange und dies und das. Aber für mich ist wichtig, in den Playoffs einfach ein, zwei Runden versuchen weiterzukommen. Ich weiß, ich habe das gesehen. Ich glaube, Kaufbeuren hatte dann die letzte Spielerin von der Hauptrunde, ja, nicht mehr gut gespielt oder auch schon vielleicht davor. Die auch, es war mehr die Defensive als die Offensive. Dann war es halt das Problem. Und Strafe erstmal für uns. Aber Lukas Lessio erstmal ganz kurz auf das Spiel gucken. Aber wir holen uns den Puck. 2 Minuten kriegt man da. Und dann verlierst du in der ersten Playoff-Runde. Gehst eigentlich trotzdem mit Euphorie rein, weil die Hauptrunde trotz den letzten Spielen überragend war. Also muss man ja sagen, Heike mal mit der Chance, Heike! Und Laxunen verpasst, schade. Und ich möchte einfach versuchen, wenn wir Playoffs kommen, auch wenn es in Kassel, Krefeld, Grimmitschau, Ravensburg ist, da einfach stark mitzuhalten und versuchen, die Großen zu ärgern und vielleicht etwas zu schaffen, was cool wäre. Und zwar der Titel. Aber jetzt schauen wir erstmal nicht, reden wir erstmal nicht von Titel, weil jetzt ist erstmal das erste Spiel hier, muss das in vollem Gange sein. Da ist die Scheibe. Nee. Was war? Ach, Pause. Oh, tut mir leid, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Die Pause ist für mich einfach das Ziel, jetzt erstmal von Spiel zu gucken, wie es sich entwickelt. Ich sag mal, bei Bremerhaven, super Saisonstart. Dann in der Mittelphase oder nach der Anfangsphase. Oh mein Gott. Erstmal ganz kurz hier auf den Konter von Krefeld, die da wirklich fast das 1-0 erzielen. Durch die Beine von Fiesinghaber, der Puck geht dann ganz knapp vorbei. So, jetzt erzähle ich weiter. Und zwar waren wir dann am Ende ganz, ganz nah beim ersten Platz dran, an den Adlern. Und dann sind wir auch in der ersten Runde dann ausgeschieden, wo dann München erst weiterkam und dann uns als Gegner hatte. Und ich will es schaffen, einfach auch, einfach Spaß zu haben, ne? Einfach zu genießen, weil das ist extrem, was extrem Geiles. Es fühlt sich surreal an, wenn man die ganzen Spieler sieht oder die Namen auch sieht. Klar, die Gesichter und das passt alles. Nee, aber wie geil wäre das, wenn es irgendwann so geht, dass es wirklich eine DL2 gibt. Das wäre sowas Geiles. Schau mal, Watson, der das gut macht, aber wir müssen jetzt erstmal wieder hier in die Partie kommen. Bei Krefeld, die drücken schon sehr, sehr gut. Offensiv war das von uns bisher sehr schlecht. Matsumoto, Wasmi, wurden dort sehr stark. Thiel auf Lackersee, ganz stark. Lackersee auf Lewis. Schade.
Und Sammy Block ist dazwischen. Super. Den Aufbau gestört, aber leider nicht drin. Erhoff. Eam. Auch ein Düsseldorfer. Aber das ist jetzt egal. Thiel. Und nächste Folge. Das kann ich euch sagen. Da spielen wir gegen die Ravensburg Towers. Gegen die Mannschaft, die Titel gewonnen hat. John Lewis. Stark gemacht. Lammers. Kommt er daran, Lammers, der auch etwas älter ist? Eam, Außenpfosten. Wilfers. Routou, stark gespielt. Kotziol kann sich da nicht lösen. Weber. Weber auf Kotziol. Der spielt eigentlich auf Burkhardt. Schade, Achtung, aufpassen. Eam. 2 auf 1. Eam, aber. Fiesinger, einfach überragend im Tor bisher. Und Jerome Flacke, der Ex-Augsburger. Oh mein Gott, Routou. Und Fiesinger, was für ein Save. Weber dann auch nochmal zur Not. Da, Fiesinger. Das war knapp. Also langsam wäre es ja nicht unverdient, wenn Krefeld führt. Burkhardt. Super Pass auf Hops und Burkhardt. Außennetz. Borzecki. Laxunen, schade, macht es eigentlich sehr, sehr stark, kann sich nur nicht durchsetzen. Schützer, Doppelcheck, 2 gegen 1. Trinkberger, Heike, super verteidigt. Aber Hopp, Götz oder Gotz, super gemacht. Aber Jamal Watson jetzt auf Hopps, auf Schützer. Was ist denn hier los? 1-0 für die Joker, für Kaufbeuren. Und was ist das denn? Wir führen auf einmal mit 1-0. Eigentlich der Counter aus dem Nix. Wir sind eigentlich fast alle wechseln gegangen. Und dann macht Schütz das 1-0. Flach in die Ecke, Marchenu. Mit der ersten Chance hier gleich auch wieder von Krefeld. Und Lessio. Achtung, Fiesinger stark. Jamal Watson haut über den Puck, Czerny. Oh mein Gott, Lessio neben das Tor. Oh mein Gott, wir werden es jetzt sehen, wie viele Schüsse wir haben. Wir haben 10 und Krefeld 10. Okay, es ist gar nicht, aber das fühlt sich nicht so ausgeglichen an, bin ich ehrlich. Ich finde, wir haben nicht so viele Chancen. Wenn, sind die vielleicht aufs Tor? Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das erste Duell, Krefeld. Natürlich in der Hinsicht wollen sie auch irgendwo aufsteigen. Möglicherweise Blomqvist, der letztes Jahr bei den Bayreuth Tigers war, eine schwere Saison, hat er auch jetzt eine echt eine gute, wenn sogar richtig gute Saison spielt, Blomqvist. Blomqvist auf Lackersee, aber Felix Pick, der hält das sehr, sehr gut. Und Bennett, Wasmi, Schütz, überrang verteidigt, der das erste Tor vorgelegt hatte. Und jetzt sind es noch 15 Minuten auf der Uhr. Und wir müssen einfach versuchen, weiter so zu spielen. Defensiv haben wir auf jeden Fall viele Chancen, also hatte Krefeld viele Chancen. Das muss man auch sagen. Es wäre auch nicht hier unverdient, wenn es 1-1 steht. Und da ist Lacazette. Schade. Aber man muss sagen, dass wir halt trotzdem defensiv, klar, sie hatten Außenpfosten, dann Fiesinger mit dem Doppelsave, wenn man das so nennt, dann in der Situation. Also da können sie treffen, aber wir hatten natürlich auch schon ein, zwei gute Sachen und am Ende kaltschnurzig muss man sein. Das ist einfach, wenn es einmal nicht, oh mein Gott, Fiesinger, was für ein Save. Wenn es einmal läuft, du gutes Spielen, dann kann, läuft das vielleicht noch besser. Aber wenn du, wenn es nicht läuft, das sieht man vielen Sportarten, bei vielen Vereinen, wenn es nicht läuft, du spielst gut, du machst ein gutes Spiel, gewinnst aber nicht, dann bringt dir dein Gutspiel auch nichts, wenn man die Kaltschnäuzigkeit nicht hat. Es bringt nichts, 500 Chancen von der blauen Linie zu schießen, wenn keiner vor dem Tor steht, den Torhüter in Sicht nimmt oder irgendwie den Puck abfälscht.
Deswegen, da muss man immer Lösungen finden. Und es ist auch klar, dass es mal Spiele gibt, die einfach schwierig sind. Kriegst nichts auf der Reihe, die Pässe kommen nicht, die Strafen nimmst du, die du eigentlich sonst nicht nimmst. Hast in den paar Situationen manchmal Pech, aber das gehört dazu. Aber es ist dann auch ganz, ganz wichtig, weiterzumachen und nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwas. Und Krefeld sind ja dicht am Drücker, weil wir auch nur mit 4 Mann spielen. Ihr fragt euch, warum? Wir haben gar keine Unterzahl. Nein, weil unser Mann keinen Schläger mehr hatte. Heike, super gemacht, Heike, lachst du denn? Und es wäre wieder so ein Tor. Da bin ich ehrlich. Das wäre wieder so ein Tor. Das kannst du nicht an. Krefeld mit zwei, drei guten Chancen. Ich glaube auch Fiesinger davor mit dem Safe. Und dann gegen Gründer fast das Tor. Das ist ja einfach geisteskrank. Aber Weber mit dem Schlagschuss weiß. Haut sich dann in Pokozioll. Und Felix Pick, das war ganz, ganz knapp. Nur ganz, ganz knapp mit der Fanganspitze dran. Er muss auch sein ganzes Können zeigen, dass er den hält. Und jetzt Kraus. Kraus gegen Ruthu. Kraus gewinnt es. Kurzjol! Aber Pick, Felix Pick, der macht das überragend. Weber mit dem richtig harten Check. Wir gehen jetzt die letzten 2 Minuten in die erste Reihe. Kraus. Ja, super auf Schütz. Schütz. Luis auf Blomqvist. Und er kann den Rebound nicht nochmal nutzen. Schade. Immer noch 1-0. Ehren. Ruthu. Luis ganz stark. Ruthu fälscht da den ab. Also fälscht Luis Ruthu ab. Und Luis, jetzt muss es fallen. Lacazette. Er haut den Puck einfach neben das Tor. Und jetzt schützt. Nein. Ruthu mit der Chance. Nein. Also. Aber Fiesinger. Richtig stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott, erstens geil, dass wir gewonnen haben. Aber was hat Lacazette? Es ist zwar die Rückhand, da sage ich nichts, aber leeres Tor aus der Distanz. Egal, wir haben gewonnen am Ende. Erster Shutout im ersten Spiel für Daniel Fiesinger und holen schon mal 3 Punkte gegen Krefeld und zeigen Kaltschnäuzigkeit. Von den Chancen, wir haben einen Schuss weniger. Fühlt sich nicht so an, aber es fühlt sich an, dass wir kaltschnäuzig sind. Aber ich möchte natürlich im nächsten Spiel einfach Steigerung vom Spiel her. Glücklich, dass wir da gewinnen konnten. Und dann hören wir uns am Mittwoch bei der nächsten Folge. Ciao.